Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, wir sind in Folge 325 und wir waren bei unserem Feld 2 bei, um da halt den Spaß runterzuholen. Meine Überlegung ist übrigens, da das Feld 4 ja neben uns auch Gras hat, ob man das nicht irgendwann mal kauft und hier wieder was anderes anpflanzt auf dem hier, weil das ja eine sehr große Fläche hat, ne? Wenn wir mal gucken auf die Karte, das machen wir auch Spaß jetzt mal vorher. So. Da. Das hier ist eine Wiese. Ihr seht, wie groß die ist, im Verhältnis zu dem hier oder auch zu unserem Seitenstreifen. Ne? Das heißt, dann könnten wir die hier außer Acht lassen und bräuchten die nicht immer nacharbeiten. Würden hier wieder was anderes anpflanzen, was man mal in kleinen Mengen braucht, zum Beispiel für die Tierversorgung. Und würden hier Gras machen und Heu machen und das automatisch machen, weil wir ihn hinterherfahren lassen können und müssen es dann halt nur runterholen. Ne? Also wäre schon eine interessante Geschichte. Müssen halt einfach nur mal gucken, wie teuer das gute Stück denn wäre. Wert 1,468 Millionen. Und wie gesagt, es ist auch noch dicht dran beim Shop, weil ihr seht selber, ich stehe hier bei der Einfahrt. Ne? Es ist genau auf der anderen Seite vom Shop und hier ist unser Hof. Das heißt, das ist auch sehr dicht bei. Ne? Hat jetzt zwar ein, zwei Winkel drin, aber das muss man halt dann mal gucken, wie es ist, wie man es dann hinkriegt halt. Ne? Also durchaus eine interessante Geschichte, müssen wir mal im Auge behalten. So, er hier runtergelassen, an ist er und wir müssen Heu machen. So sieht's aus. Ziemlich viel Geklecker da am Anfang, das war aber wohl wendemäßig oder keine Ahnung warum. Aber wie gesagt, wir machen es ja eh nicht auf den letzten kleinen Stuppen hier. Das letzte, den letzten halben Gras oder Heu in dem Fall jetzt. Nee, nee, so nicht. Ja, ihr seht hier, wenn ich jetzt zur Seite gucken würde, da, das ganze Stück da hinten, das ist alles bis da hinten zum Bahnhof fast, das ist alles ein Feld. Und das ist halt schon eine angesäte Wiese. Also die müssten wir nicht mal umrüsten, sondern das wäre schon eine. Da müssen wir gucken, weil unsere Kühe werden ja immer mehr, mehr und mehr. Ja. So. Ja, ich habe den Aufnehmer und das jetzt unten gelassen, falls ich noch ein paar kleine Stuppis hier habe. Ein paar kleine Häufchen. Und jetzt geht es ja eh schon auf die nächste Bahn hier. Den Spaß hier mal durchziehen. Ja, so sieht das aus. Wir ziehen die Bahnen durch. Die Hälfte haben wir schon wieder. Hauptsache läuft. Oh, hier könnte ich im Schluss einen kleinen Schlenker vielleicht machen. So. Ja, haben wir noch ein bisschen mehr mitgenommen, glaube ich. Und jetzt fangen wir den Spaß hier noch an. Hier ist irgendwie auch so ein Schlenker drin, warum auch immer. Aber da es alles auf einer Seite ist, kann man hier nachher einmal links fahren und dann den ganzen Spaß schön ordentlich wegmachen. Ne? Das ist also kein Ding. So, ja, jetzt werden wir natürlich wieder noch ein bisschen mehr Prozente über haben, aber werden dann wieder eine Bahn mehr anfangen. Und irgendwann haben wir uns eine Bahn gespart, weil wir immer ein bisschen mehr wie drei Bahnen reinkriegen hier in den Hänger. Also drei Bahnen sind ungefähr, schätze ich mal so, um die 50.000 Liter und das hier sind halt 53.000, die reingeht. So. Aber ihr seht selber von der Größe her, das ist kein riesiger Aufwand. Wir haben jetzt gleich knapp ein Drittel geschafft, schätze ich so ungefähr. Wenn wir mit dem hier durch sind an Bahn, das geht. So,
Da haben wir noch ein paar Prozent über. Und die holen wir uns hier weg. So, und da sind wir wieder voll. Und schon haben wir wieder mit der letzten Ladung 106.000 Liter Heu gemacht. So sieht das aus. Wir kriegen hier auf jeden Fall nochmal das gleiche und vielleicht sogar noch einen fünften Wagen voll raus, was ja schon mal okay ist. Nicht super viel, aber läuft. Aktuell haben wir jetzt ja momentan drei Quellen mit dem Seitenstreifen bei der 5, die 2 und das kleine und die kleine Wiese hier hinten. Kommt ja schon ein bisschen Gras zusammen. So, da sind wir wieder. Die Produktion steht eh, also das haben wir nichts mit zu tun. Das liegt einfach daran, dass keine Silage da ist. Ne? Sagen wir es so, wie es ist. Es fehlt die Silage. So, sehr schön. Dann wollen wir uns mal wieder verkehrswidrig verhalten hier. Aber zum Glück unser eigener Hof, deswegen ne? Kein Aufstand. Läuft alles. So, hier wäre ich einen kleinen Tick langsamer. Ja. Dann passt das hier. Ja, wie gesagt, das, was ihr da seht, das ist die 4, von der ich geredet hatte. Ne? Bis hin zur Ölmühle und dann fast hin bis zum Bahnhof. Also das ist schon ein ganz schönes Stück. Da geht schon was. So, hier sind kleine Kleckerreste, die machen wir nicht. Aber das machen wir und das Ganze auch noch bevor wir hier... Ah, okay, wir haben hier noch minimal abbremsen lassen, aber naja. Das ist im echten Leben auch mal so, dass man für jemanden ein bisschen bremsen muss. Aber wir haben hier natürlich die Vorfahrt genommen in dem Sinne, aber naja. Ich toleriere mich da jetzt mal, sag ich mal so. Ja, ich würde sagen, wir machen den hier jetzt noch einmal voll. Und damit wir halt nicht nur Heu gemacht haben in der heutigen Folge, werden wir da mal gucken, wo unsere anderen Verkaufswagen geblieben sind. Weil wir hatten ja noch unsere Fleischsachen auf den Weg gebracht, wir haben noch unsere Milchsachen auf den Weg gebracht, wir haben noch Sojamilch zum Verkaufen, die müssen wir auch noch verkaufen. Also wir kriegen noch einiges an Geld eigentlich auch rein. Deswegen hoffe ich, dass das da auch... noch ein bisschen die Kassen klingeln lässt. Und wir produzieren ja auch noch mal einen Schwung nach, wenn wir vorspulen, bis wir dann ernten können. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, das ist wieder eine dieser breiten Bahnen, da muss man ziemlich genau mittig fahren, damit man keinen Seitenstreifen überlässt. Den gucke ich immer so, dass ich hinten sehe, ob ich was liegen lasse und vorne, dass der Traktor halt gerade ist. Was dann sonst ja nicht so unbedingt gelingt, wenn man von innen fahren würde, wenigstens nicht hier beim Spiel. So. So sieht das aus. Ja, ne, wie gesagt, wir machen jetzt hier diese Bahn noch eine und dann fangen wir nochmal eine so ein Stück an und dann gucken wir mal, was wir verkaufen können. Weil da geht es nicht nur darum, dass ich hier eine Pause drin mache, dann, klar, das ist es natürlich auch, aber ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch, dass wir dann die Fahrzeuge wieder zurückfahren lassen können an die Stellen, wo sie beim nächsten Mal wieder was aufnehmen sollen.
dass wir es da nicht erst machen müssen, direkt, wenn wir eigentlich schon was damit machen wollen. Oder wenn sie schon hätten da sein sollen. So, ne? Deswegen ist immer so die Geschichte, was wir daraus machen. So. Bis jetzt ist das Aufnehmen einigermaßen gut geklappt. Ich hätte es nicht sagen sollen, dann klappt das vielleicht bestimmt nicht mehr, aber wir schauen mal. So. Ja, ich habe keinen Zugang zu diesem Land, das ist alles kein Problem. Ich werde mich jetzt hier die Bahn nochmal um 2125 Liter erleichtern. Das ist die nächste Mal schon wieder ein Stück kürzer. So. Ja, den laden wir jetzt noch eben ab, dann fahren wir ihn hier wieder her, dass wir wissen müssen, dass wir hier weitermachen und dann schauen wir mal, wo unsere Verkäufe dementsprechend sind oder wie weit sie sind. Ich habe die Vermutung, dass sie auch noch gar nicht da sind, sondern wahrscheinlich wieder irgendwo in irgendwelchen Brücken hängen oder sowas und das müssen wir natürlich auch korrigieren. Dann können wir gucken, was wir noch nachmachen müssen, weil wir müssen wahrscheinlich auch noch eine Runde den Mohn abladen. Wir können gucken, wie es bei der Brotproduktion aussieht. Ob wir da auch noch was abtransportieren müssen. Wir wissen ja, dass wir sind also mit dem Fleisch unterwegs und wir sind mit Milch und Butter unterwegs. Wir wissen, dass wir noch einmal hin müssen, die Sojamilchgeschichte oder Sojadrinkgeschichte holen und wir wissen, dass wir wahrscheinlich beim Bäcker auch noch fertig Brot haben, was wir verkaufen müssen. Und deswegen bin ich eigentlich relativ guter Dinge, was das Geld angeht, dass wir noch ein bisschen was auf die Kasse kriegen hier. So. Wie gesagt, ich fahre jetzt noch einmal zur Wiese zurück, weil ich natürlich die Übersicht behalten will, wo noch was gemacht werden muss. Und das ist am besten, wenn die Fahrzeuge, die was tun sollen, auch da stehen schon, wo sie was tun sollen. Los geht's. Und dann skippen wir gleich mal durch. Wie gesagt, mich interessieren momentan am meisten die beiden Palettenfahrer und der Mohntransport. Weil der Mohntransport ist natürlich auch einer der LKWs, die wir dann hier wieder auf dem Hof brauchen. Genau wie die Treibstoffrückführung mit der Tank, ne? Auch der. Weil der kann ja schon eigentlich längst die... Oh, der steht da vorne schon. Das ist doch super. Der kann nämlich dann schön die Gülle transportieren. Ne? Das ist ja das, worum es dann auch geht. So. Ihn fahre ich jetzt hier rechts auf den grünen Streifen, damit ich da schön raufschwenken kann. Dann jetzt los geht's. So. Wir gucken mal. Welche Palette kommt als erstes? Da haben wir es. Hier haben wir schon eine Palette. Und die hat anscheinend auch schon was verkauft. Aha, und wenn ich ein Stück rückwärts fahre, verkauft er auch weiter. Das ist doch super. Da brauchen wir also nur eine Runde stehen bleiben. Und dann kommt das Geld rein. Das ist jetzt also der Fleisch- und Wurstpaar. Der ist beim Logistikcenter. Okay. Die Frage ist, warum man jetzt mal die beiden ersten Paletten nicht nimmt. Aber wie gesagt, das toleriere ich jetzt einfach mal. Und zeige euch das jetzt nicht an. Jetzt. So. Einmal ein bisschen schräg fahren, abladen drücken. Und dann sind auch die gleich weg. Hoffe ich. Ja, jetzt verschwinden. Okay. Brauchen erstmal einen Ansatz. Oben das Geld läuft aber auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut. So, okay. Dann müssen wir ihn hier, oder können wir ihn hier fahren lassen. Und zwar sind wir jetzt hier auf der Minimap gesehen. Beim Logistikcenter da oben. Das heißt also, er ist ja relativ dicht bei der Bäckerei. Dann macht das, glaube ich, auch Sinn, wenn wir ihn eine Runde Richtung Bäckerei fahren lassen. Kann ich hier rumfahren und wieder raus oder muss ich wenden? Ah ne, es ist der große Logistikpart hier. Eben dürfte ich auch irgendwo wieder raus können.
glaube, das ist vorne rechts. Ne, hier geht es schon raus. Okay, Schranken auf, sehr schön. Und ich fahre hier zur Bäckerei. Da haben wir es. Ich stelle einfach mal auf Mehl anliefern, weil ich will natürlich sehen, wo da was ist. So, das war meine Vermutung ja schon, dass er hier irgendwie nicht so weitermachen will. Er weiß, wo er hin will, aber er hängt an der Brücke fest. Da vorne ist die Fleischerei, das heißt also, wir haben auch mindestens noch eine Brücke, wo er festhängen wird. Aber da müssen wir durch. Das kriegen wir irgendwie geregelt. Setze ihn erstmal über hin und dann lasse ich ihn erstmal eine Runde weiterfahren. So. Ja, der hat natürlich tatsächlich mal drei verschiedene Produkte sogar am Start, wie ihr hier seht. Ne? Da fährt das gute Stück. Alles drin. Wir haben hier tatsächlich Sojadrink und Haarmilch und Butter am Start. So, aber mit dem Ganzen am Start hier und was wir hier sehen, sind wir richtig am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.